So, liebe Leute, hier ist wieder der Simson-Doktor aus München mit dem zweiten Teil der orangenen KR-51-2L, die 20 Jahre lang in der Scheune stand. Nun haben wir einen Tag später. Viele Arbeiten sind durchgeführt und das Moped ist fürs Erste fahrbereit. Die erste Aktion war, den Vergaser durchzureinigen. Der war randvoll mit Grünspan und anderem Grind. Als nächstes ging es weiter zum Tank. Den Tank habe ich auch komplett durchgereinigt. Die Innereien sahen so aus, sprich der Benzinfilter. Das hier ist der Rest des Benzinfilters, war komplett aufgelöst. Die Dichtung des Benzinhahns sah so aus, dementsprechend kam kein Sprit mehr durch. Das ist der alte Benzinschlauch, auch gegen einen neuen getauscht. Den Luftfilter habe ich durchgereinigt. Damit lief dann schon der Motor. Dann ging es weiter hier vorne. Das Lenkkopflager war ziemlich festgegammelt. Das habe ich aufgemacht, neues Lager reingetan, neu gefettet und wieder zusammengebaut. Und ja, läuft wieder schön rund. Dann ging es weiter mit dem Bremsbautenzug. Der war ebenfalls fest, habe ich gegen einen neuen getauscht. Und dann gab es neue Reifen. Die alten Reifen waren noch aus DDR-Zeiten, dementsprechend brüchig und auch abgefahren. Da das Projekt günstig werden soll, habe ich gebrauchte Reifen genommen, die aber noch sehr gut beieinander sind, haben noch volles Profil. Letzten Endes ging es dann hinten bei der Bremse weiter, neue Bremsbacken eingebaut, ebenfalls den Reifen gewechselt. Die Spur und die Kette eingestellt und schon kann das Moped wieder auf die Straße.